Moin Moin und damit ein recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge OMG 2. Heute aus einem anderen Betrieb aus Niedersachsen. Sachsen und heute wieder mal eine etwas andere Strecke auf der schönen Ruhrgebiet. Die Linie 264 nach Bottrop und Pfandort, also die neuere. In dem Fall und ja, meine mit dem alten ZF3, den habe ich auch schon seit Wochen mal zuletzt dort gefahren. Und ja, wir haben eigentlich soweit schon alles vorbereitet. Und ja. Ich hoffe nur, dass die Temperaturen da ein bisschen mitmachen. Weil bei kaltem Wetter will ich nicht fahren. So, 5 Minuten haben wir noch. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal dort vorstoßen. Und ja, es ist mal schön, mal wieder sowas wie diesen Muster zu gönnen. Natürlich heute auch mal ein bisschen schadenfrei durch die Gegend zu fahren. Rein Silbergold ganz kurz dazu hat nämlich ein, ja, wie ich mir gedacht habe, gerade verfranst, auch gut, hat nämlich eine kleine Überraschung. Und zwar außen gucken. Oh, es gibt sogar einen Rückfahrton. Bremen Nord fiktiv Sonntag, also die werden wir uns nämlich dann jetzt auch noch angucken. Aber ich verfranz mich hier mal erstmal am Montagmorgen, das ist sowas von gut. Besser kann's gar nicht, kann man gar nicht starten, ey. Der Bus ist sowas von lost heute. Sogar mit dem Rückfahrton. Bahnton, so. Schön. Ja, am Wochenende war noch das schöne Rennen bei Hummer auf dem schönen Community-Rennen. Warte. So. Was mir eigentlich sehr gut gefallen hat, aber ich habe das Rennen leider nicht zu Ende gefahren. Die Zusammenfassung gibt es bei mir auf YouTube. Könnt ihr euch das gerne mal angucken. So, und dann holen wir mal die Fahrgäste ab. Vielleicht die Heizung anmachen? Ja, ich bin schon gerade dabei, aber na, was soll ich machen? Der Bus braucht halt ein bisschen. Kannst du auch nicht ganz ändern. Naja, ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Wochenende gehabt. Meins war richtig schön. Und ja. Richtig schön erholsam, kann man sagen. Könnt ihr mal unter den Kommentaren schreiben, was euer schönstes Erlebnis war was ihr Schönes gemacht habt. Nächste Haltestelle.
Fiebelstraße. Ach ja. Schön. Ja, was soll man heute sagen? Montag, die erste Fahrt. Es kann nichts Besseres geben. Und ja. Ich habe letztens auch eine schöne Reportage nochmal geguckt. Eisenbahnerin der Ostukraine oder der Ukraine. Ohne das wird's bei denen gar nicht laufen. War eigentlich sehr interessant. Und dass die Ukraine, das wusste ich selber nicht, dass die Ukraine wirklich doch von ihrer Eisenbahn überlebt, nach dem ganzen Mist, der da passiert ist. Also, ja. Wäre denn eine Männer auch richtig gezeigt, mal was die Frauen kennen. Was ich gut finde. Ich befürchte sogar sowas. Aber naja. Ihr kennt es, Lamon. Moin. Hello. Love you. Ja. Jetzt fahren wir erstmal ein bisschen gemütlich heute mal die Runde. Ab Donnerstag werden wir einen Livestream machen. Das heißt, da wird zusätzlich noch ein Tag um sie zwei gefahren, den ganzen Tag. Und ich hoffe, dass ich bis dahin keine Termine habe, dass ich sagen kann, ich bin gerne unterwegs. Für euch. Und ja. Es würde mich freuen, wenn ihr auch in den nächsten Streams zahlreich erschienen wird, weil deswegen mache ich jetzt auch früh morgens noch das OMG 2 Video fertig. Egal was für ein Spiel jetzt kommt, ja, ihr habt jetzt quasi die Möglichkeit, diese Woche, also die nächsten drei Tage, komplett eine Abstimmung zu machen, was ihr gerne zocken möchtet. Ne? Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Einfach Community Feeling. Und wie gesagt, ich habe es auch gestern im Livestream mal kurz angesprochen. Der Community-Anhänger für ETS ist fertig. Subs und Bips haben jetzt quasi die Möglichkeit, sich den quasi dann zu holen. Link wird noch veröffentlicht. Ja. Ich hoffe, er wird euch gefallen. Und auch dahin sage ich schon mal eine schöne Unterstützung. Unterstützung für mich und eine Belohnung für euch. Dann schauen wir mal. Ich hoffe, dass wir auch Donnerstag ein bisschen die Repents von der ESG da reinbekommen. Das ist ja nicht schlimm. Aber wie gesagt, die Busse machen mir da ein bisschen die Probleme. Nicht jeder Bus wird halt bei mir gerne da. Einmal. Lady, einmal was. ihr habt ja komische Einschränkungen hier. Junge, Junge, Junge. Eieiei. Naja. Das ist schon was. Ja, also ich habe mir schon, wenn wir jetzt mal zum anderen Thema kommen, Bremen Nord fiktiv, also SO und ich glaube, da gab es noch eine andere. Modern habe ich mir schon angeguckt. Wurde dementsprechend auch wieder mit einem schönen MAN gespawnt, was zwar okay ist, aber wir haben ja die Fahrt da schon gemacht. Dementsprechend werden wir da auch noch eine. Werden wir da noch einen anderen Bus fahren? Nächste Haltestelle. Da das jetzt auch schon bei Rhein-Silbergold drin ist, freue ich mich schon mal, da alle Linien quasi durchzufahren. Und somit könnte man auch quasi die Vorstellung machen von Bremen Nord fiktiv SO mit dem Patch 2.3. Und natürlich auch
für den anderen Bus, der da quasi kommen ist. Da können wir nämlich sagen, da können wir fahren mal gerne mit Hybrid. Dann schauen wir mal. So, Kartenerweiterung, genau. Also ich freue mich auf jeden Fall. Da will keiner mit, okay. Na? Aber es war am Wochenende auch ein schönes Wetter, also... Hat mir richtig gut gefallen. Also selbst beim Zeitung austragen, Leute, also ich war ja schon... Ich bin froh, dass die Zeitungen am Samstag schon um 9:30 da waren, das heißt 9:30 gemütlich. Zur Haltestelle. Eigenmarkt. Angefangen auszutragen bis um 12, dann war Schicht im Schacht, weil es wurde dann richtig heiß und bis 12, da wollte ich mir nicht noch einen Sonnenstich, habe ich nicht wirklich Lust darauf. So. Das Ding da wieder hochmachen. Warum habe ich es mir denn überhaupt auch runtergeladen? Ich muss aber gerade sagen, was ist mit dem Verkehr los? Sind die denn noch am Schlafen oder was? Ja, die Folge werde ich splitten, also es wird zwei Folgen daraus geben, dass du nur so Bescheid wirst. Aber dementsprechend werden wir da noch im Livestream das Ganze auch aufzeichnen. So, guten Morgen. Eine Tageskarte in der Preisstufe A, bitte. Gerne. Aber ihr kennt mich ja, ich und Vorspulen. Obwohl ich Fahrgäste drin habe. Hallo. Guten Morgen. So. Ja. Schauen wir mal. Was da uns heute noch so schön ist. Erwartet. Ja, reicht, wenn wir bei 50 Sekunden da durchfahren oder losfahren. Oder auch jetzt. Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt mal meinen Partner ab. Instem Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung. Ah, 40 Sekunden. Passt wie die Faust aufs Auge. Gefällt mir. Nächste Haltestelle. Liebrechtstraße. Liebrecht. Ich liebe auch so viel. Ja. Ach, meine Lieben, ich freue mich so. Ja, ich habe da noch eine Bitte. Und zwar bei den ETS. Nächste Haltestelle, Ernst-Ender Straße. Schaut euch mal die Folge 28 an. Die ist nämlich sehr wichtig. Und zwar ist da eine Ansage. Oder wie gesagt, Begrüßung und ein Endteil. Dazwischen ist quasi... nichts. Jetzt ist für mich natürlich die Frage, wenn ihr gerne diese Videos guckt, weil es wird in der Spedition eine kleine Veränderung geben. Nächste Haltestelle, Trabenstraße. Die zurzeit ich am Arbeiten bin. Und ob ihr möchtet, dass ich da mal gerne ein Thema mit einfüge, also Content in dem Fall.
was euch für Themen interessiert, dann könnt ihr es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder einfach sagen, ja, er braucht nur zu labern, macht deine Videos weiter, die gefallen uns trotzdem. Ja, also ich werde da noch einen kleinen Beitrag auf YouTube quasi noch veröffentlichen. Und, Haltestelle, Fischerdickstraße. Ihr kennt's ja. Zum Bus hier, der hat nur 124 Kilometer drauf, oder 127 jetzt, also... Das gefällt mir auch richtig gut. Nächste Haltestelle, Rheinbadenstraße. So, schön. Das passt ja. Moin. Wisst ihr, was mir auch mal wieder fehlt? So einen alten 405er zu fahren, ja. Stadtbus Family. Nächste Haltestelle, Maybachweg. Das ist schön. Gefällt mir. Nächste Haltestelle in der Boverheide. Obwohl ich wieder mehr Fahrgäste hätte. Aber ich glaube, ja, also wie gesagt, irgendwann sollte ich mich mal wirklich an die Arbeit machen. Und danke dem Lukas. Grüße gehen raus an dich. Ach, und Tobi hat ja seinen Busfahrer oder sein Fahrerprofil zurückgesetzt. Der wird ja aus allen rausgeschmissen, aus allen Betrieben. Wäre schön, wenn du zurückkommen würdest. Wie gesagt, ein bisschen feiner Kerl. Wie gesagt, wenn euch die Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen da, würde mich freuen. Denn, ja. Es wird halt in der nächsten Zeit, ja. Nächste Haltestelle, AEG. Bitte die Routine reinkommen. Oh, das passt. Kann man auch mal stehen bleiben. So. Aber ich wäre echt noch dafür, dass man ein bisschen den Sitz hier ein bisschen weiter zurücksetzen. Weil den Kopfhörer noch der Fahrtgäste, das wäre mir echt manchmal ein bisschen lieber. Sollen wir mal dann bei der nächsten Fahrt mal gucken. Moin. Guten Morgen. Ich hoffe natürlich, dass da keine Türstörungen kommen.
Nächste Haltestelle, Alsenstraße. Ja. Oh, er hat bei 20 Grad auf, sehr schön. Hoppala. Weil wir sind auch fleißig für unseren Betrieb am Einfahren, also selbst wenn ihr dann noch Lust hat. Aber bitte kommt nicht einfach rein, fahrt, lasst euch blitzen und dann geht wieder raus. Dieses Hin- und Herkönigen. Ja, wir stecken ziemlich viel Mühe rein, also. Gebt euch einfach einen Ruck, wenn ihr eine Lieblingskarte mit drin habt. Wir sind halt fest mit manchen Karten halt verbunden, die mal fahren, ne? Wenn es halt gerade Berlin ist, dann ist das halt so. Aber reinkommen, angucken, direkt wieder kündigen. Deswegen haben wir ja auch das Vorstellungsvideo gemacht. Ja? Da könnt ihr euch schon abwägen, ob da reinkommen wollt oder nicht. Wenn es halt nicht der Fall ist, no, dann habt ihr halt gesagt. Dann ist das auch okay. Ich kann ja gerne nochmal unter dem Video in den Kommentaren das Vorstellungsvideo nochmal reinmachen. Nächste Haltestelle, Flassviertel. Hoppala. So. Keiner aus. Auch in Ordnung. Ja. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß mit mir am Omsi-Fahren. Omsi wird immer noch einer meiner Hauptkernpunkte auf dem Kanal sein. Der liebe Lukas hat mir auch da schon was Schönes geskinnt. Er hat gesagt, das muss man auch bald mal ausprobieren. Hat mir sehr, sehr, sehr viel zur Verfügung gestellt. Und das müssen wir auch mal bald sie auf die Platte kriegen. Nächste Haltestelle. Pestalozzi Straße. So. Ach ja. So, dann noch jemand mit. Moin. Ohne einen schönen guten Morgen zu wünschen. Warum will denn niemand mit mir labern? Meistens. Nächste Haltestelle, Germaniastraße. Also dafür, dass ich jetzt auf Niedersachsen und Sachsen fahre, werden hier in den
machen wir keine Werbung für, also möchte keine Bewerbungsbild ein wie bei den anderen Videos für die RSG. Das möchte ich in dem Fall nicht tun.